Das einzige Tier, dem wir nicht erlauben, in Nordamerika wild zu sein, ist das ehemalige Symboltier für die Wildnis. Dieses Grasland ruft nach dem Bison. Ist es zu spät? Darüber denke ich oft nach. Bisons sind schwierige Nachbarn, das ist die Realität. Nur, wessen Land ist das? Wer gehört hierher und wer ist der Eindringling? Es gab einmal 50 Millionen von diesen Hurensöhnen hier in den USA. Und sie haben sie alle abgeschlachtet. Dies ist bevorzugtes Rinderland. Im Sommer Land zum Grasen, eines der besten im Westen. Dies ist das Land der großen Rinderfleischherden und der riesigen Farmen. Ich weiß, dass der Bison den gleichen evolutionären Stamm wie ich hat und wir in diesem Sinne eine Familie sind. Vor langer Zeit waren wir wie die Bisons. Sie nährten uns, wir nährten sie. Und wir waren immer gleichgestellt mit ihnen. Wir waren nicht besser als sie. Sie waren nicht besser als wir. Und wir kamen sehr gut miteinander aus. Der Bison war unsere Unterkunft, unser Essen, fast alles, was wir benötigten. Er war immer unsere Hauptwirtschaft. In der Geschichte Amerikas. Die Viehwirtschaft hat in der Geschichte Amerikas viel zur Stärke unserer Wirtschaft beigetragen. Fleisch und Milch zu erhalten, bedeutet auch den Schutz unseres Nutzviehs vor Infektionskrankheiten. Wir wollen jegliches Rindfleisch durch Bison ersetzen. Einige unserer Stammesangehörigen sind schwer zu überzeugen, Bison zu essen. Es ist die Ehrfurcht, der Respekt, den sie vor diesem Tier haben. Ich habe das schon einige Male gehört. Das ist mein Bruder, den kann ich doch nicht essen. Als ich meinen ersten echten Bison sah, konnte ich nicht aufhören, ihn anzustarren. Ich meine, das ist ein Ding. Als Teil einer Rasse aufzuwachsen, die ein bestimmtes Tier so sehr respektiert und schließlich selbst mit ihnen zu arbeiten, das ist etwas. Das ist schwer zu beschreiben, es ist sehr mächtig.